So, Freunde, dieses Mal begleitet ihr uns in unserem Daily Business bei Cologne Watch und ich würde sagen, wir zeigen euch, was bei uns so abgeht. So ein Konzept hatten wir ja schon mal, das ist eigentlich sehr, sehr gut angenommen worden. Wir legen los! Attacke! Der Apo macht uns auf und wir schauen einfach mal als erstes, was so an neuen Uhren reingekommen ist. Der Apo hat dabei sich eine Box, da sind die neuen Uhren drin, die wir reinbekommen haben. Wenn du möchtest, mir den Preis nennen. Das ist der wunderschöne Apo aus Kölle. So, Wir haben alle da, ne? Wir haben alle Farben da. Ich glaube, es fehlt eine. Welche? Ich weiß, welche fehlt. Weiß? Nein, weiß gibt's gar nicht. Ja, aber wir haben die 39er da in Grau. Nein, die 39er, darum geht's ja. Ich gehe um die 41er hier. Ich glaube, es fehlt eine. Ob ich die jetzt finde, meinst du? Ich weiß, welche es ist. Du glaube ich nicht. Nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde sagen, es sind alle da. Schwarz, Blau, Gelb, Grün, Türkis, Rot. Die Farbe liegt ja auch noch da. Silber. Haben wir den in Rot in 41? Nein, Rot in 41 haben wir nicht. Aber wir haben sie ja in 36. Ich dachte, du meinst, wir haben nicht alle Farben da. Doch, alle Farben haben wir da. Ja, alle Farben haben wir jetzt. Ich meine jetzt in der großen Größe. Okay, also ja, also Henry war am Wochenende nicht da. Also er hat ein längeres Wochenende gehabt. Genau. Und jetzt komme ich gerade rein und sehe, du hast hier diverse... Wie kommt es, dass du alle Oyster Perpetual Modelle da hast? Tatsächlich, ey, die pinke gibt es nicht in 41. Okay. Also das eigentlich eine ganz coole Farbe, ne? Wenn du mal so ein rosa Hemd an hast oder so, die Uhr dazu. Als 41er auch als Mann, okay. Der Apo trägt nicht so viel rosa Hemdchen. Nee. Wie schon, so schöne Schweinchenhemdchen. Ja, du kannst ja mal gerade ganz kurz filmen, was noch reingekommen ist. Hast du jetzt gefilmt, Alter? Ich habe gefilmt, ich kann was dazu sagen. Okay, ja, was soll man dazu sagen? Also, ich meine, wollen wir eigentlich überhaupt ins Preisdetail gehen? Nee, nö. Ja. Aber zu den Farben kann man ja nicht mehr viel sagen, ist ja eigentlich alles dabei. Nee, ist alles dabei. Mir persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, gefallen die günstigsten Varianten von den Oyster-Modellen am meisten. Die silberne? Silber, dunkelblau und schwarz. Weil das, ich finde, das sind halt so die neutralsten Farben und die man eigentlich wirklich am häufigsten anziehen kann. Ja. Türkis, grün, gelb, rot, sehr, sehr geile Farben. Aber ich weiß, also... Zu extravagant, ne? Wunderschöne, also echt eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich finde die gelbe cool. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto hast mit einem gelben Drehzahlmesser, finde ich gelb passt cool. Passt das so? Ja, oder? Ja, ja, das passt. Ja. Das sollen wir gleich ein Foto machen von. Also es ist schön, aber ich meine, ich kaufe mir jetzt keine Uhr für ein Oberteil. Ja, genau. Du bist auf ein Oberteil mehr oder weniger festgelegt. Ja. Ich finde halt gelb oder rot cool, wenn du jetzt ein Auto hast mit einem gelben oder roten Drehzahlmesser. Ne? So dann. Kannst du also für ein Drehzahlmesser eine Uhr kaufen? Ja gut. Ich meine, hat es ja früher schon Kooperationen zwischen Panerai und Ferrari und so weiter. Die ja auch irgendwie dann so... Ja, aber die haben ja einfach nur Rot verwendet. Und Gelb. Ja, okay, aber du hast ja auch im Stil von den Drehzahlmessern hat es die Zifferblätter. Zum Beispiel. Bei Panerai. Kommen denn immer so viele neue Uhren an oder wie ist das? In der Regel Anfang der Woche, ja. Je nachdem, also wir kaufen eigentlich das, was wir kriegen können aktuell, oder? Ja. Muss man ja im Moment auch. Also wir müssen wirklich dazu sagen, in letzter Zeit, wir kaufen die Ware ein, auch zu sehr hohen Preisen, weil wir natürlich... Um die Ware da zu haben. Um die Ware da zu haben. Und ich sag dir ehrlich, guck mal, wir haben jetzt jede 41er da. Ja. Du wirst sehen, heute oder morgen kommt jemand rein und fragt, ob wir die 41er in Rot da haben. Weil wir genau die nicht da haben. Ja, das ist ja auch der Klassiker. Also, das ist ja auch der Klassiker. Also ich sag mal so, hinterlasst uns mal in den Kommentaren, zu welcher Uhr ihr tendieren würdet. Das würde uns mal sehr interessieren. Wie kauft man jetzt die Uhren? Also wir haben jetzt keine Preise genannt. Wie geht es jetzt weiter mit den Uhren? Ja, die sind ja online bei uns. Ich meine, es wurde ja auch ein bisschen oft geschossen jetzt in der letzten Zeit. Weil keine Preise genannt werden, genau. Weil keine Preise genannt werden oder weil es zum Verkaufen geht? In den letzten zwei Videos haben wir extra deswegen keine Preise genannt, weil es im Moment zum Verkaufen geht. Ja, aber auch die Leute, also jetzt, wenn sich jemand dafür interessiert, ich meine, unsere Internetseite ist ja bekannt. Aber vorher landen die immer auf Instagram, ne? Das erwähnst du ja immer so schön. In der Story auf Instagram werden alle Uhren, die neu reinkommen, direkt erstmal praktisch nicht vorgestellt. Alle. Nicht alle. Ja, doch, haben wir aber in letzter Zeit eigentlich immer. Weil du meinst, wir hauen jetzt hier. Nein, okay, aber die meisten. Und dann kommen sie eben auf die Homepage bei uns. Ja, und wenn ihr Interesse habt an den Uhren, auf jeden Fall über Instagram eine direkte Nachricht schreiben.
oder eine E-Mail schreiben an die info@colognewatch.de. Oder ihr guckt einfach mal auf www.colognewatch.de, da sind alle Uhren mit Preisen, die wir aktuell im Sortiment haben. Und die Uhren sind alle verfügbar, weil das wurde ich auch sehr, sehr häufig gefragt. Die Uhren sind alle verfügbar und die können das alle praktisch jederzeit gekauft das werden. Das ist echt eine Frage, die wir in letzter Zeit häufig gestellt bekommen, wenn Kunden in den Laden kommen. Die fragen tatsächlich, kann man die Uhr kaufen? Ja. Also direkt. Sogar. Okay. Ob man die, genau, ob man die Uhren direkt kaufen und mitnehmen kann. Ja, und das kannst du halt hier. Wir kaufen natürlich sehr teuer ein, wir kaufen die Uhren von privat. Auch das haben hier viele noch nicht gewusst, weil ich da häufig angehe. Kaufen, ja, ich würd sogar sagen, 80%, also 85% kaufen wir von den Leuten, die sich auf eine Warteliste, jemand schreibt sich jetzt zum Beispiel für die Uhr auf die Warteliste, die Uhr kostet 5.500 Euro, der kommt zu uns, wir zahlen ihm mindestens 14.000 Euro für die Uhr, 13,5 bis 14 aktuell. Was haben wir heute? Also Stand jetzt. Ne? Ja. Und VK ist ja ziemlich durchsichtig, liegt bei 14,9. Genau. Was hältst du eigentlich von dem neuen Blatt? Schön. Bisschen so wie so ein Pyramidendekor, was es damals ja schon gab, ne, bei der Day-Date. Ist übrigens aktuell die beliebteste Damenuhr. 36 mm. Jubiläband mit der geriffelten Nöte ist aktuell das beliebteste Modell. Das will ja aktuell jeder irgendwie die Datejust haben. Also Datejust, Jubiläband, geriffelte Lünette, da ist irgendwie, wir haben im Moment wieder nichts im Fenster, obwohl wir das Ganze, letzte Woche, bevor ich gefahren, oder beziehungsweise letzte Woche, Anfang der Woche, habe ich das Fenster eingeräumt, ich weiß, wie viele Aufsteller ich da rein tun musste, wir hatten bestimmt 30, 35 Uhren da, und jetzt sind irgendwie 7, 8 Uhren da, ja. Jetzt sind nur noch ein paar da, häufig mit der glatten Lünette, auch sehr schöne Uhren eigentlich, wie ich finde. Glatte Lünette zum Beispiel, Wimbledon haben wir da mit Jubiläband. Finde ich eine wunderschöne Variante. Für um die 10.000 Euro, auch nicht zu teuer. Es ist mittlerweile, man muss schlucken, dass das mittlerweile bei Rolex das Einstiegssegment ist. Das muss man wirklich leider dazu sagen. Mittlerweile, also für das günstigste Herrenmodell an sich ist ja, glaube ich, die 39er. Ja. Also mit, die liegt ja aktuell so um die 7.400 Euro. Ist ja sowas. Finde ich persönlich wunderschön. Also ich finde das Blatt ja sehr, sehr schön. Ja. Aber da geht es halt mittlerweile los, 7,4. Die haben die 39er Größe auch gar nicht lang gebaut. Also grundsätzlich, wenn man jetzt praktisch eine Uhr sucht und man muss sich da einfach ein Stück weit früher, hätte ich gesagt, das ist eine Einsteiger-Rolex, deshalb ist es keine Anlage. Aus heutiger Sicht muss man ja sagen, dadurch, dass jede Rolex schwierig zu bekommen ist und jede Rolex einfach teuer wird, kann man durchaus auch diese Uhren als eine Art, wenn sie einem gefällt. In erster Linie muss sie euch gefallen, wenn ihr sie kauft, aber an zweiter Stelle auch vielleicht als eine Art Investment sehen. 100%. Weil auch so eine Uhr wird mit der Zeit mehr wert und auch bei so einer Uhr muss man dazu sagen, 39 mm gab es einfach nicht lang. Du guckst mich so an. wer hat Instagram oder WhatsApp? Ich bin gerade dabei, ich mache gerade Instagram. Mach WhatsApp, ich mache dann Instagram schnell. Okay. Boah, die Leute fragen alle dasselbe, ne? Bei den Uhren. So, dann gehen wir jetzt mal gerade rüber und schauen mal, was bei Cologne Watch Diamonds reingekommen ist. Das hatten wir euch ja versprochen. Und Abo, machst uns mal ganz kurz auf. Du wolltest irgendwas fragen. Ah, ich wollte Marci noch fragen, was wir zahlen für einen bestimmten Stein, der uns angeboten worden ist. Und da würden wir mal gerade gemeinsam einen Preis eruieren. Wir machen das jetzt mal. Danke dir, Abo. So, bitteschön, Freunde. Schön, dass ihr uns hier bei Cologne Watch Diamonds einmal wieder besucht. Ich darf euch heute vorstellen einen ganz besonderen Ring. Es ist ein Cartier-Ring. Sehr, sehr gute Qualität, 0,47 Karat. Wir haben ein Triple Excellent. Das heißt, der Schliff, die Symmetrie und die Politur sind perfekt. Der Stein hat, ich muss mal gerade ins gemologische Zertifikat gucken, 0,42 Karat, Entschuldigung, Farbe D, VS1. Genau, und dann der Schliff, die Politur und die Symmetrie, alles perfekt, keine Fluoreszenz. Ein hervorragender Stein von Cartier, 47er Größe, kostet Liste, wir haben gerade mal geguckt, 4.750, verkaufen wir aktuell für 3,5. Ich mache euch einfach mal den Knaller YouTube, ich würde fast sagen Limbo-Preis, denn tiefer geht's nicht. 3.000 Euro, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr diesen wunderschönen Ring kaufen und könnt eure Freundin damit beschenken oder die Freundin möchte sich vielleicht selber beschenken oder die Frau möchte sich selber beschenken, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir den Ring jetzt hier bei uns bei Cologne Watch Diamonds. Wir haben jetzt hier zum einen eine Ankerkette
mit einer Krabbenfassung, das nennt sich jetzt Läufer, weil sich praktisch unten die Krabbenfassung frei an der Ankerkette bewegen kann. Und dann haben wir hier zwei Zopfketten, ebenfalls Läufer, jedoch mit einer Zargenfassung. Da ist der Stein dann praktisch hier rundum durch Weißgold eingefasst und bewegt sich frei an der Kette. Wie gesagt, Zopfkette mit Zargenfassung, das ist diese Fassung. Um den Stein herum finde ich eine wunderschöne Geschichte. Es ist ein nagelneuer Stein oder beziehungsweise es ist eine nagelneue Kette mit einem wunderschönen Stein. 1,0705 Karat, topwässelten Qualität, S1, 14.990 ist unser Preis, 25.500 ist der Listenpreis. Ihr seht also, es lohnt sich auf jeden Fall bei uns bei Cologne Watch Diamonds vorbeizukommen. Wir sind direkt neben unserem Uhrenladen in der Benesichstraße. Die Ware wird ab nächste Woche auch auf die Homepage kommen. Da haben sehr, sehr viele Leute nachgefragt, wann endlich die Diamantware oder beziehungsweise die Ware aus diesem Diamant, Cologne Watch Diamonds Diamantgeschäft auch endlich auf die Homepage kommt. Das wird im Laufe der nächsten Woche passieren, versprochen. Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der sich exklusiv darum kümmert. Der Marci hat jetzt hier noch so einen schönen Stein, ein kleines Steinchen hat er noch aus der Auslage rausgeholt, das wir euch dann auch zeigen wollen. Das wären wahrscheinlich so 120 Karat, wir wissen es nicht. Ja, aber es wäre schon ein ganz, ganz massives Steinchen. Ihr könnt auch eure Freundin strahlen lassen, indem ihr ihr ein paar dieser Ohrstecker kauft. Da haben wir hier so ein paar Illusion-Ohrstecker. Das sind sehr, sehr viele kleine Steine. Wenn da eben die Qualität der einzelnen kleinen Steine hervorragend ist, der Schliff hervorragend ist, die Symmetrie hervorragend ist, haben wir da eine sehr, sehr tolle Strahlkraft und man hat praktisch den Effekt, als hätte man einen ganz großen Stein als Stecker am Ohr. Und das waren die neuen Sachen, die eingetroffen sind. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei, zieht euch die Sachen vor Ort mal rein. Ich gehe wieder rüber zum Apo und ich würde sagen, wir müssen auch noch eine Kleinigkeit essen, Amir. Auf jeden Fall. Das machen wir nämlich jetzt bei uns. Nicht E-Mails, du wolltest YouTube-Kommentare? Ja. YouTube-Kommentare, dann machen wir das doch mal, dann schauen wir mal. Also YouTube-Kommentare von unserem letzten Video, meine Videos. Kannst du mal durchscrollen, vielleicht findest du irgendwas anderes auch interessant. Kommentar Nummer 1, Hublot ist Shit, hat einer geschrieben. Geschmackssache. Finde ich, ist eine absolute Geschmackssache. Ich fand in dem Video, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, Richard Mill gegen Hublot, könnte auch an der Stelle mal sagen, was ihr von dem Video haltet. Ich fand die Hublot eigentlich von den Komplikationen sehr, sehr gut. Kann man nicht sagen. Ich mag auch das Design von Hublot sehr gerne. Ich bin grundsätzlich ein großer Hublot-Freund, ne? Also Sympathisant, nennen wir es mal so. Ich mag es. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Produkt als jetzt zum Beispiel AP. Ich hatte gestern noch einen Kunden hier, der hat zu mir gesagt, okay, wenn ich eine AP haben möchte, dann kann ich doch eigentlich auch fast eine Hublot nehmen. Da sage ich, das ist okay. Du musst die beiden Produkte einfach als was Unterschiedliches sehen, auch wenn das Design relativ ähnlich ist. Eine Hublot kann das, wonach sie aussieht und ist ein super cooles Designkonzept, aber es ist eben so, eine Hublot ist wie ein Nissan GT-R, sage ich jetzt mal, und eine AP ist dann eher wie ein, wie ein Ferrari. Und so sind ja auch die Preise gestaltet. Nichts gegen Nissan GT-R, das ist ein super Auto. Ja? Und für den Einsatz, für den man den Wagen haben möchte oder für das, was man sich von dem Auto erwartet, der liefert genau das ab. Und zwar sehr, sehr gut. Aber es ist einfach ein grundsätzlich anderes Produkt. Also Hublot ist Shit, schreiben wir. Schreiben wir da. Also ihr müsst wissen, einmal die Woche setze ich mich dann hier hin und beantworte so ein bisschen hier die YouTube-Fragen. Ja. Es ist eine Geschmacksfrage. Kannst du auch einfach vorlesen? Punkt, Punkt, Punkt. Okay, wisst ihr was? Ich beantworte die später. Das wird hier sonst zu lang dauern, wenn der Armee hier mit der Kamera daneben steht. Jemand anderes schreibt, Roger Williamson schreibt, gut ablesbar sind beide nicht. Stimmt, mit Sicherheit. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Aber... genau, die Uhren sind einfach so, also die Hublot zum Beispiel ist so voller Komplikationen, ja, und die Richard Mille, das ist einfach eine Richard Mille, das sind wirklich Schmuckstücke, beziehungsweise das sind wirklich handwerkliche Meisterstücke, da geht es gar nicht mehr so unbedingt um die Ablesbarkeit. Ich weiß, das Thema Uhr als Zeitmesser wird dadurch natürlich ein Stückchen weiter ad absurdum geführt, ist leider so, muss man mit leben. So, Hublot sieht viel besser aus, guck, da haben wir doch einen Fan gefunden für die Hublot. Wie immer würde die Hublot der Richard Mille vorziehen. Ja, Johannes, finde ich absolut in Ordnung. Bist du ein typischer Hublot-Typ und das ist absolut in Ordnung. Also wir haben ein paar Hublot-Uhren auch beispielsweise da bei uns auf der Homepage, kannst du ja einfach mal auschecken. Preis-Leistungs-Verhältnis muss ich bei Hublot-Uhren immer dazu sagen, finde ich sehr, sehr fair. Also nicht nur Materialkomposition, Designsprache,
Komplikation, meist Chronograph. Die ist ja auch ein langer Gast. Die ist schon ein langer Gast. Schon ein langer Gast bei uns, sagt der Arme, während er mir die Uhr rausholt. Das ist eine Paris... War nicht die Uhr, die runtergefallen ist. Nein, es war nicht die Uhr, es war der Aufsteller. Ich hoffe, das ist auch nicht so rübergekommen. Also haben wir einmal diese Paris Saint-Germain, kann man die so erkennen? So? Ja. Paris Saint-Germain. Das ist im Grunde genommen ein regulärer Chronograph, mit dem man eine Halbzeit stoppen kann. Das Interessante ist, die haben hier so ein Stück weit aufgegriffen. Das Zifferblatt ist praktisch ein Saphirglas-Zifferblatt. Da geht es natürlich jetzt wieder in die Richtung Ablesbarkeit, ist ein Manko, gar keine Frage. Das ist so ein bisschen in dem Stil wie der Eiffelturm praktisch. Das kann man vielleicht an der Stelle sehen. Ich hoffe, das wird jetzt hier deutlich. Mit so verschiedenen Stahl- und Metallstreben. Und wir haben einen regulären Chronograph. Wie gesagt, man kann eine Halbzeit stoppen. Okay, die hat jetzt keine Flyback-Funktion. In der Regel haben die King Power Modelle auch noch eine Flyback-Funktion. Die jetzt natürlich nicht, weil wir wollen die komplette Halbzeitlänge recherchieren. Dann haben wir jetzt hier so eine ganz, ganz typische Hublot, die ich beispielsweise sehr interessant finde. Das ist eine Big Bang mit einer... Ist die drauf? Armin, du siehst das von hinten besser. Das ist eine ganz normale Hublot Big Bang in einer 44mm Größe mit... Keramiklünette und in Edelstahl. Ich finde, das ist immer noch eine der schönsten Versionen der Big Bang. In Stahl und in Roségold. Das sind meine Lieblings-Big Bangs. Habe ich auch eigentlich nie besonders lange da. Die hier liegt jetzt aktuell bei 8.500 Euro. Ich sag mal, YouTube-Preis 7.900 Euro. Und ich sage jetzt mal einfach, die Uhr würden wir verkaufen für 8.700 Euro. Wir haben sie für 9.990 Euro drin. Hat man sie nochmal drauf? Nochmal? Vielleicht blüht ja jetzt bei dem einen oder anderen die Liebe auf. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt haben wir die Richard Mille hier. Ist in einer ähnlichen Farbgebung. Liegt aktuell bei uns im Verkauf bei 299.000 Euro. Was immer wieder an den Richard Mille Uhren natürlich faszinierend ist, wenn man sie in die Hand nimmt, die sind in der Regel extrem leicht. Hier haben wir jetzt eine Keramikvariante mit dem dunkelblauen Kautschukband. Ganz typisches Richard Mille Tourneau Design. Mit einem Gangreserveindikator. Eine sehr coole Uhr. Auf jeden Fall. Spangenverschluss, auch interessant. Nächste Frage. Jetzt schreibt FuPayMe, hoffe, ihr bekommt die zwei Ladenhüter los. Das ist auch ein sehr guter Kommentar. Wobei, die Hublot ist bereits verkauft, muss ich dazu sagen. Oder? Die ist schon weg, ne? Die Richard Mill ist, glaube ich, auch schon verkauft. Oder Mo, die RM11, die wir hatten. Die rote. Also die Richard Mill ist bereits auch schon verkauft. Also die zwei Ladenhüter waren innerhalb von einer Woche weg. Also das war ein wichtiges Thema. Was isst du heute? Oh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also die Nachrichten werde ich jetzt nach und nach gleich alle beantworten. Aber wie gesagt, wie der Armin gerade schon gesagt hat, wichtiges Thema. Was wird heute gegessen? Ich wäre fast schon wieder für Mexikaner zu haben. Da bist du ja bekannt. So ihr Lieben, bevor wir jetzt Feierabend machen, zeige ich euch noch, was wir heute noch angekauft haben. Ich hoffe, das hat das Mikrofon gehört. Was wir heute noch angekauft haben, das zeige ich euch. Das waren diese Uhren in Gänze. GMTIs, da ist eine roségoldene Speedmaster dabei, da ist eine Royal Oak dabei, Dual Time, eine voll brillant besetzte Cartier. Das ist ein aktuelles Baujahr. Da ist eine Avenger in Schwarz dabei und eine 925er Sterling Silber Black Bay. Wenn ihr Interesse an einer dieser Uhren habt, die Uhren werden jetzt alle bei uns auf der Seite eingepflegt auf www.colonwatch.de. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hinterlasst uns auf jeden Fall einen Kommentar. Wir würden uns auch riesig über ein Like freuen oder wenn ihr uns natürlich folgen würdet. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und zuschaut. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao!